Jo. Jo. Alles gut? Ja, alles super. Wir sind live, ne? Du hast Bescheid weißt. Ja, nein, alles gut. Hä? Alles gut. Okay. Ja, also wilde Story, Alter. Wir haben uns das gerade angeguckt. Ich hatte ja schon die Tage das Interview, also vor Augen. Ich habe es nicht geguckt, aber alle haben darüber geredet, dass das Ende der Kassiererin gekommen ist und die Geschichte aufgelöst hat, ne? Wilde Story. Gibt es schon irgendwie Feedback von Ben Salomon? Oder Salomon? Nichts, was ich gehört habe oder Also mitbekommen kein habe. Posting, kein gar nichts. Nee. Von Markus Hast du Lanz was auch nicht? mitbekommen? Nee, nee, gar nicht. Okay, nee, ich habe auch nicht mitbekommen. Wichtig wäre ja auch, an diesem Abend ging es ja um den Stempel, aber welche Farbe hatte der Stempel? Nein, Spaß. Das ist eine gute Frage. Also die Story war schon sehr repetitiv. Du hättest das Video bestimmt auch nur die Hälfte lang machen können, aber okay. Du hast uns im Endeffekt auf Hardcore gefickt mit der Musik. Wir haben die ganze Zeit, wir haben versucht, die ganze Zeit zu erraten, von wo der Loop her ist. Bitte sag uns, ist das Star Wars? Ist es aus irgendeinem Spiel? Aber das weiß ich leider gar nicht. Ich weiß nur, dass wir den mal benutzt haben für Top Tier Takeover Trailer. Oh. Für irgendein Battle Event. Tschüss. Ja, das ist so einfach. Nur wir haben, anscheinend ist die Auswahl nicht so groß. In dem Er war irgendwas so GEMA-freies, gib ihn. Billigste GEMA-freie Game of recycelt. Thrones-Mucke. Naja, gut, alles gut. Sag mal, jetzt mal ernsthaft so. Wann ist das Buch nochmal rausgekommen? Das ist bestimmt schon 2 Jahre her, bestimmt, oder? Oder mehr? Ja, 2019, ja. 2018 hat das geschrieben. Jetzt ist ja schon, wie der Belasch auch sagt, es ist ja auch klar, jetzt ist ja schon wirklich ein bisschen Schaden entstanden, so, ne? Rufmord kann man ja fast sagen. Safe, nicht nur bei ihm. Ja. Warum seid ihr nicht früher auf die Idee gekommen, zum Beispiel die Kassiererin oder so anzusprechen? Na, ich hatte jetzt nicht regelmäßig mit ihr Kontakt, aber ehrlich gesagt ist das ja auch nicht das Einzige. So, ich bezweifle sogar nicht, also muss auch nicht unbedingt das Schlimmste gewesen sein. Also sind viele so eine Vorfälle. Es war jetzt halt nur aktuell halt, ne, so wegen Gesprächen mit Belasch und es hat wieder irgendwelche Posts und alles Mögliche. Also es wird halt immer wieder aufgerollt. Ich bin halt ein bisschen diese Story so ein bisschen leid halt, Ja. aber nach außen ist es eigentlich ziemlich strange, wie oft andere, ist ein bisschen wie stille Post, dann kommt der, dann dichtet der was dazu, weißt du, erstmal redet man nur über, eigentlich war es ein Stempel, dann wird über Ketten geredet, dann über Schals, dann über dies, dann über das, keine Ahnung, weißt du, und so ist es auch mit einigen anderen Sachen halt. Oh Ja, Mann. und jetzt war es einfach vom Zeitpunkt so, ne, das war halt so, dass, ja, dass da einige Sachen vorgefallen sind, auch ja, auf mich bezogen halt, ne? Was Und ist jetzt denn, erstmal was sind denn auf dich bezogene Sachen, auf mich genau? bezogen und wir hatten, also ich meine, ich war ja mehr so in den Veranstaltungsfilmen, Battlefilms, halt jetzt seit Corona erst, dass ich mit den Interviews so durchgestartet bin und dann jetzt auch Podcasts mache und überhaupt dazu komme, mich wirklich zu äußern. So, Ja. ich hatte eigentlich nie die Mühe. Ich meine, wenn ich Interviews gemacht habe und so, dann ein bisschen eher die im Battle ging oder um die Veranstaltung halt, ne, so. Aber ja, jetzt im Zusammenhang natürlich, wenn man sich mit hier und da trifft und von der einen oder zur anderen Geschichte kommt, dann passiert das halt wieder. Und krass dann halt, wenn andere Leute irgendwelche komischen Bilder haben halt, ne, so von irgendwelchen anderen Darstellungen halt. Sag mal, er sagte ja irgendwie, also so eine Aussage von ihm ist ja auch, er hätte Rap am Mittwoch beendet aus Protest gegen den Judenhass in der Szene. Dann wie groß, das ist so lächerlich, wie groß müsste das sein, dass man das macht? Also gehe ich recht in der Annahme, man hat das beendet, also so wie ich mich erinnere, weil ihr euch alle nicht mehr so gut verstanden habt und weil das finanziell sich aber nicht mehr gelohnt hat. Na, finanziell gab es immer Auf und Ab halt, ne? Höhen und Tiefen, wie immer eigentlich so. Also das mit den Protesten ist halt eine Sache, die ich so nicht bestätigen kann, halt, weil wir sehr viele geschäftliche Verhandlungen hatten, wie das jetzt weitergehen soll, ne? Ja. Und da gab es halt seinerseits eine Menge Vorschläge, wie er das halt weiterführen wollte oder Ja. gemeinsam weiterführen sollten. Aber das Ding ist halt, dass mit ihm lange dann keiner mehr arbeiten wollte. Also es ist dann halt so eher dafür, dass da Geld geflossen ist halt, ne? Und dann hat er aufgehört. Mann. Also ja, ich hatte den Eindruck, wirklich, dieses Buch
kam damals, dann gab es ja so ein bisschen Ausschnitte hier und da. Dann haben du und ich ja auch mal kurz darüber geredet. Danach habe ich mich nie wieder damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich muss dazu sagen, es hat mich irgendwie auch nicht so in meiner Welt, in meiner Realität sozusagen, irgendwie das Buch, kein Mensch hat in meiner Welt darüber geredet. Das Buch war jetzt auch nicht so wild, weißt du? Hat jetzt auch nicht wilde Schlagzeilen gemacht, nur halt, weil ich dich kenne, weil ihr persönlich betroffen wart und halt diese Belaschnummer habe ich davon mitbekommen und mal mit dir auch darüber geredet. Die Sache ist. Bei dir ist es ja halt eher, da gehört eher zu den Sachen, die er unter den Teppich gekehrt hat. Ich finde halt auch, dass da viele Sachen halt, die sehr bedeutend waren, besonders in der Entwicklung, eher nicht erzählt hat und sehr viel anders dargestellt wird halt auch, ne? So, in dem vieles weggelassen wird. So. Bei mir war das halt so, dass er, dass das schon eine Außenwirkung hatte, besonders auch in Kombination mit dem, was er in Zeitungen halt erzählt hat, auch in, über uns halt. Ne. Es ging halt irgendwann, ich meine, wir wissen alle, was für Probleme gesellschaftlich herrschen, dass das überall da noch passiert, meinetwegen, weißt du, ich meine, kann man hier und da auch genauer hingehen, weißt du, ich meine, so, das ist schon richtig alles, ne? Aber irgendwann zu sagen, so, ey, ich streite mich mit 5 Leuten cool, mit 10, mit 50, mit 100 und irgendwann sagen halt, ey, immer Zwieger meiner Herkunft, weißt du, was ich meine? Also so gesellschaftlich, ja, Rap-Szene, ja, dann war es die Battle-Rap-Szene, dann war es wirklich irgendwann mal das Team und so weiter, ne, also was die Beschuldigungen angeht und halt immer nur so im Raum stehen lassen und das ist eigentlich nie konkret geworden, so. Ja, oder, ja, was mich ein bisschen persönlich nur genervt hat, das habe ich auch gerade schon im Video gesagt, er spricht von einem iranischstämmigen Rapper, der so und so gemacht hat, antisemitisch und so, aber er spricht nicht von, keine Ahnung, Roos mit iranischen Wurzeln, der immer korrekt zu ihm war, der cool war. Ich habe ihm eine Plattform gegeben, ich habe ihm ein Interview, ich habe ihm Tipps gegeben. Wie oft haben wir gequatscht. Das wird dann nie als positives Beispiel vielleicht oder so genannt irgendwie, ne? Nur die Sachen, die das Narrativ so bedienen. Ja, also ich von den positiven Sachen vermisse ich eine Menge, ehrlich gesagt, in 20 Jahren, die wir da erlebt haben, gemeinsam halt. Ja. Das ist halt... glaube ich, auch schon sehr gewünscht, dass da so eine einseitige Darstellung ist, die nicht so passt halt, ne? Wenn die Leute halt, die auch supportet haben, wie du gerade gesagt hast, halt auch den Song von ihm untergebracht, der cool ist, dieser Kennst du das und so, ist auf hiphop.de und überhaupt dein Solo-Interview bei dir und auch Rapper Mittwoch und was losfolgen und wie auch immer. Also es gibt viele Leute auch, also die auch weniger jetzt nicht in deiner Position mal die supportet haben, aber die werden da halt nicht mehr erwähnt so und ich wurde danach natürlich als sehr undankbar empfunden halt, ne? Das ist wild, Mann. Sag mal, im Chat wird auch gefragt, zum Beispiel, du hast jetzt große Nummer angekündigt. Wie viele Videos sind geplant? ich habe nicht direkt, also ich habe jetzt nicht so einen Endplan gemacht. Es ist halt nur so viel Stuff. So eigentlich in erster Linie geht es mir schon um das, was mit mir passiert ist, weil so kam ich ja überhaupt erstmal, so wurde ich ja überhaupt rein involviert halt in der Geschichte, in seinem Buch. Ja. Halt, ich habe jetzt keinen Plan, ich habe jetzt nicht einen Blockbuster gedreht und will den jetzt haken, strategisch oder sowas. Ich will jetzt halt einfach immer mehr machen halt in die Richtung, was so Dokus angeht, was so Podcasts angeht, weißt du doch, so das Interview-Ding halt, ne? So, ich will jetzt halt, ich habe halt Bock auf jeden Fall mehr auf die Sachen so und ein bisschen auch, was abgeht, dass wir so ein bisschen mehr Hip-Hop-Kultur zurückbringen halt in dieses ganze Ding. Es gibt halt zu viele Leute, die da mitmischen, die nicht unbedingt aus der Kultur sind, aber eigene Interessen verfolgen, politisch, wirtschaftlich, wie auch immer, weißt du, was ich meine? Und Dinge dann verfolgen. Nee, ich meinte vor allem jetzt gegen Ben, gibt's dann, weil du hast geschrieben, Fortsetzung folgt, das meinte ich auch. Ach so, naja, wie gesagt, Belasch ist nicht der Einzige, über den so irgendwie... Ja. Ach so, meinst du, jetzt holst du noch andere Leute? Über viele andere Rapper auch, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da vorwegnehmen sollte, aber ich glaube, ich sollte auf jeden Fall erzählen, warum ich auch, also wieso das auch mir so nachhaltig schadet halt, ne? So dieses Ding, dass es halt nicht aufhört und so seit knapp 4 Jahren halt geht, ne? So. Ja, ist crazy eigentlich. Eigentlich müsstest du ein paar Formate, wo er war, sind ja auch YouTube-Formate. Man müsste die echt mal anschreiben. Ich meine, Lanz ist vielleicht so schwer, da reinzukommen, aber diese anderen Formate müsste man echt mal konfrontieren mit dieser Kassiererin-Aussage und vielleicht mal hingehen und ein Interview machen und so. Ja, also ich würde natürlich mit allen reden, wenn mich dazu jemand einladen würde. Halt. Ich meine, ja, das muss ja rangehen erstmal. Angehen, meine ich, weißt du? Anschreiben, gucken, angehen.
Ja, ich weiß ja, ich bin dann nicht so krass hinterher halt, ne? So, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich es natürlich gerne machen. Mhm. Halt, aber ich würde jetzt nicht alle möglichen Sender anschreiben, um mich da jetzt, ja, also weiß schon, weil ich ein bisschen zu spam halt, weißt du, was ich meine? So, jetzt nicht machen. Wenn mich einer da gerne drüber sprechen will, sehr gerne natürlich so. Aber ich werde mich dann irgendwo jetzt irgendwo aufdrängen wollen oder so. Okay, Mann. Alright, okay. Ich guck mal, Chat, wie sieht's aus? Noch eine Frage an Tiesa jetzt direkt. Lass uns mal kurz warten. Tiesa. Sonst sollten wir vielleicht Rezo auf den ansetzen. Der findet alle Quellen. Der macht richtig Zerstörungsvideos und so. Naja, ey, wie gesagt, es musste eigentlich alles gar nicht sein, aber dieses ganze Ding ist halt, wenn immer wieder gesprochen wird und du wirst konfrontiert mit den Sachen und man stellt sie nicht irgendwie, ich will diese Sachen halt abschließen, deswegen ist das Ding auch so lang halt, ne, dass ich glaube halt alles mal gesagt wurde, was da so chronologisch war und dass das Ding mal einmal zugemacht wird und man nicht mehr jetzt danach noch über die beiden sprechen sollte in dem Zusammenhang. Ja, Mann. Ja, und so könnte man vielleicht andere Dinge auch zumachen, die da immer wieder rumschwirren, irgendwelche Gerüchte halt, ne, verbreitet werden. Weil es kommt ja kein gemeinsames Gespräch zustande. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, in dem letzten Podcast, wo ich da war, wo Asek und Damien da waren, ja, habe ich ja nochmal einen Wink gegeben und versucht nochmal ein gemeinsames Gespräch auf, ja, die Beine zu stellen. Auch noch mal privat, also immer noch dieses Jahr halt auch mehrfach. Ne? So, ja, aber mit, du meinst mit Jonny, also mit Ben. Ja, ja, also der hat, so, wie gesagt, er hat ja gesagt, bevor wir es öffentlich auch mal aussprechen, mal privat, das hat der Cynic mir mal gesagt und wir hatten anscheinend WhatsApp-Verläufe und dann habe ich ihn halt auch angeschrieben, aber der will ja partout nicht sprechen, weißt du? Ja, aber als ob der nach der Nummer noch sprechen will. Naja, jetzt nicht, aber davor, der hätte sich ja gerade stellen können. Die könnten ja sagen, ey, was er mir vorwirft in seinem Buch, die Lügen, die über mich schreibt, wenn er sich einfach mal dafür gerade machen würde, dann, weißt du, was ich meine, muss ich das ja nicht machen. Warum soll ich das denn ja, machen, wenn er das einfach mal, aber will er halt nicht. Also ich kann ihn ja nicht zwingen. Also ich mach dann halt, dann muss ich das halt gerade stellen. Crazy, Alter. Crazy. Oh Mann, ja gut, ich sehe keine richtigen guten Fragen mehr hier, aber eine Frage, die fand ich immer ganz interessant. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Kannst du überhaupt noch zählen? Nein, es wird mir immer nachgesagt viel, aber es ist sehr viel Smalltalk. Ich bin in der Ukraine geboren und rede halt Russisch so muttersprachemäßig. Mein Vater ist seit da, haben die immer Spanisch geredet und mein Vater ist auch seit und ja, und Englisch halt. Ist dein Vater Spanier oder hat er Wurzeln da irgendwie? In Guinea reden die Amtssprache Spanisch halt. Ach so. Äquatorial Guinea, genau. Okay, das heißt, Spanisch sprichst du fließend, Russisch sprichst du fließend? Nein. Ich meine nur mein Haushalt, wo ich aufgewachsen bin. Okay, aber ich das... Sagen, ich spreche eigentlich nur Deutsch und Englisch ein bisschen und Russisch ein bisschen. So. Ich kann mich halt ein bisschen unterhalten halt, ne? So, auch, du weißt sofort, wie auch gekommen. Ja, ja gut, aber Haushalt ist schon viel. Haushalt ist schon, da weiß man schon viel. Ja. Also, que paso, que pasa. ¿Qué tal? ¿Dónde vas? Hey, ¿dónde estás? Hey, amigo. Okay, amigo. Dann, okay, vielen, vielen Dank für den Call, Rudi, also, dass ja, am Start warst. Genau, was ist, sag einfach Bescheid. Auf jeden Fall. Wir freuen uns schon auf den nächsten Teil. Sag Bescheid. Sonst sehen wir uns, wenn ich back bin in Berlin. Alles klar, super. Freut mich. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.